herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Tag 17, 17 Uhr und 11. Oh, 17, 17 wäre es ja natürlich ganz toll gewesen. Und ja, der Mais ist gepflanzt und jetzt brauche ich Waffenteile. Erstmal muss ich die Taschen leer machen hier. Ich habe jetzt ohne Scheiß so lange gesucht, bis ich mein blödes Minibike gefunden habe. Ich wusste nicht mehr, wo ich es abgestellt habe. Aber da ist es ja, gucke an. Da, schön schnell zurückfahren. Und dann gucken wir mal ins nächste Dorf. Irgendwo möchte ich nochmal schnell hin und mal gucken, ob wir da nicht irgendwo Waffenteile finden. Erstmal gucken, ob hier alles leer ist. Alles weg. Gut. Machen wir ein bisschen Taschen leer. Ich bleibe auch nicht lange draußen jetzt. Ich möchte nochmal so ein bisschen gucken. Ach, lassen wir mal offen. Vielleicht kommt da jemand vorbei. Haben wir ein bisschen Action hier. Oh. Na, vorsichtig. Licht den an. Was habe ich denn hier? Eisen. Ganz viel Eisenzeug. Da rein. Ach, guck mal, auch ein bisschen LED. Okay, den Schrott schmeiße ich mal weg. Ey, oh, jetzt komme ich hier mit der Subnautica-Steuerung durcheinander so ein wenig. Die dahin. Woodframes nehme ich mal mit. Zäune können mal getrost hier bleiben. Die ganzen Pillars und so stecke ich da mal hin. Ja, und dann ist natürlich die Frage jetzt, wird der Garten das überleben? Das, was ich da mit ihm mache? Oder bricht der jetzt irgendwann doch zusammen? Ich hoffe mal nicht. Wo hat er denn jetzt die Steine hingetan? Haha, Drecksack. Kleiner Drecksack. Ich dachte, ich höre was, aber ich hörte nichts. Hab ich mich verhört? So, brauche ich das alles? Nee, ne? Ach, boah, ey, immer... Ja. Übrigens, Subnautica gab jetzt, ist ein Update gekommen mit dem Prawn Suit. Das werde ich jetzt auch mal wieder daddeln. Ich habe sogar noch zwei Folgen von den alten. Ich glaube, die sind sogar schon oben. Ich habe irgendwie nur völlig verpeilt, die mal freizuschalten. Verzeiht es mir bitte. Oder auch nicht. Die Gartening-Schlampe, die brauchen wir nicht. Du bleibst hier. Du Ding. So und so und so. Ein bisschen Wasser. Oder nehmen wir mal lieber ein bisschen Tee noch mit. Wir haben ja Tee. Also trinken haben wir genug. Essen. Da kann man machen, sie eben voll und dann geht das doch. Tja, guck mal, das war schon wieder. Blöb. Trinken wir nochmal hier ein Schlückchen. Oh, da trinken können wir. Trinken können wir. Guck mal, da ist noch ein bisschen Bedarf. 125. Wellness ist nicht wahr. So, wir haben uns ertrunken, sozusagen. Dahin. Ja, und zum Looten reicht das doch. Holz. Ich habe so viel Holz, aber ich mache noch ein paar Woodframes. Oh. Frame. Und die zwei Holz, die schmeiße ich in die Kiste. In die Kiste. Da ist richtig. So, dann gucken wir uns doch mal eben hier schnell irgendwas aus, wo wir denn hin können. Ah, ich hoffe, soundmäßig passt das so. Bei mir ist es sehr laut. Aber das wird schon gehen. Tja, Hauptstadt, nee. Was ist denn hier mit dem Ding? Outpost. Hm. Mann, den ist zu weit. Hm. Dann scanne ich hier unten nochmal ein bisschen das Gebiet. Da wird nicht mehr viel zu holen sein. Airdrop, Fragezeichen, nee, Autos. Pop-Loot, ne, jetzt habe ich es verstanden. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Hauptstadt wäre natürlich auch nochmal was, ne? Nee, komm, ich düsen erstmal hier unten hin. Zum Outpost. Da ging's hoch, Kollege. Ja, dann gucken wir mal, ob wir da irgendwie noch ein paar schöne Teile finden. Ein bisschen Brass können wir mal mitnehmen langsam. Und ja, dann ist natürlich jetzt die große, große Frage, die wir uns alle stellen. Wann kommt die Alpha 15? Ach, ich liebe es. Ey, genau, treff direkt den Raum. Geil. Alpha 15, ja, es gibt neue Videos. Ich habe sie mir nicht angeguckt. Ich möchte mich da nicht irgendwie... Ich möchte nicht voreingenommen sein. Ich will mich da echt überraschen lassen. Ich will das Ding aufmachen und dann... staunen und ja, gucken, was sie uns da Schönes kredenzt haben. Eine sehr spannende Angelegenheit. Ey. Tja. Ach, im Übrigen, ja, genau. Was ich... das Highlight überhaupt. Ich war kurz, einen kurzen kleinen Gastauftritt, ich war Statist beim Herrn Fleischer, mal schönen Gruß an dieser Stelle und beim Herrn Schröber.
Der Wodan war auch noch dabei und der Crazy und der Apu. Und das war echt lustig. Nee, Ape. Ape, ne? Ape war es. Ja, jetzt habe ich den Namen nicht parat. Oh, Schande auf mich! Es war total cool. Was die Jungs dabei tun und Wolves machen, ist richtig geil. Die Idee ist der Hammer. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ja, so Roleplay-mäßig gescriptet, kann man sagen. Ne? Also, wir haben uns dann schon im Hintergrund gehalten und geguckt, wo sind sie, und haben sie dann erschreckt, überrascht und ja, wir haben sie nicht abgemetzelt, das wäre unfair gewesen. Aber vielleicht beim nächsten Mal. Man ist ja doch ein bisschen schüchtern, dann, ne? Wenn man auf einmal so dann, soll man den Fleischhammer jetzt mal eine Kugel in den Kopf jagen oder in den Hintern oder nicht? Guck mal, da sind wir doch schon. Ja, hallo, meine Dame. Das war auf jeden Fall sehr cool und Jackie sagte, es folgen weitere Einladungen. Ja, bin ich auch mal gespannt. Eine Sache hatten wir besprochen, das wird dann wohl auch noch passieren, hoffe ich. Das wäre nämlich sehr, sehr lustig. Und ja, seid gespannt, guck mal rein. Ab Folge 77 ist es beim Herrn Fleischhammer. Ja, ihr sollt den Rest natürlich auch gucken, klar. Wenn ihr es nicht sowieso schon tut, aber da ist dann, da geht's dann so los. Ja, 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 regt euch mal nicht so auf hier! So, hier ist ein... Da ist einer. Halt's Maul! Sackratte! Der ist noch nicht tot. Nee, 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 der ist noch nicht hier. Guck mal, der. So, jetzt aber. Ja. Ah, so, erstmal wieder ein bisschen reinkommen hier. Ich habe echt lange nicht mehr gezockt. Habt ihr wahrscheinlich gemerkt, ne? Ja, Real Life hat mich dann noch ein wenig in Beschlag genommen. Ist auch schön. So soll es ja eigentlich auch sein. Und ja, jetzt habe ich auch mal wieder Lust hier. Und meine Fresse. So soll's aussehen. Ja, schönen Hals. Bist du tot? Nö, jetzt aber. Definitiv. So, auch platt. Wunderbar. Ach, da ist wieder so eine Buggy-Tante da. Oh, der Dicke, der Dicke. Der Dicke muss auf jeden Fall da weg. Der nervt nämlich. Ach, da kippt er doch schon. Ach. Warum kippt der Dicke so schnell und du nicht, Mädel? Schwester, Schwester. Kopflos. So mag ich sie am liebsten. Erstmal so looten und dann natürlich gleich mal gucken hier wegen Knochen. Knochen. Ups. Bleib liegen, Arschloch. Da schleicht noch ein bisschen was, ne? Ja. Git. Jetzt gucken Kinder zu. Leg dich nicht so hin, Mann. Hm, so. Lecker. Oh, ne Schatz. Ach, stimmt, wir haben ja auch noch einen Schatz. Fällt mir da gerade ein. Ich glaube, aus der ersten oder zweiten Folge. Oh, 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 oh. Wir müssen Schatz gucken. Suchen. Gucken. Guckst du Schatze? Da ist ja meine Fresse da, ey. Ah. Die hat mich jetzt kurz echt ein bisschen erschreckt. Aber sie hatte ihre Rechnung sofort bekommen. Blöd, Güter. Wo ist meine Axt? Da ist meine Axt. So. Schön Stinkefleisch mitnehmen und schön Knochen. Knochen sind gut, weil Knochen sind gleich Exploding Crossbow Bolts. Deswegen brauchen wir Knochen, 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 Knochen für Duct Tape. Komm her. Ja, Resteverwertung hier. Das ist ein schöner Folgentitel. Resteverwertung. Merken, 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 merken. Mal, ich schreibe mir das mal kurz auf. Resteverwertung. Mhm. Kleinen Moment. Die nachfolgende Sendung verschiebt sich um ca. 80 Minuten. Resteverwertung. Resteverwertung. Ach, guck mal. Ich kenne mein Telefon sogar als automatischen Vorschlag. Ist doch schick. Ach ja. So. Meister, komm mal her. Ja, wer bist du denn? Oh, komm, die machen wir mal ganz besonders schön hier. Oh, ich liebe das. Ups. Da ist was kaputt gegangen. Das ist Glas zu Bruch gegangen. Glasbruch. Ey. Nimm die Axt. Nimm die Axt. Nimm sie. Ach, guck mal, da ist auch noch jemand. Na komm, du kriegst jetzt eine Kugel. Hallo.
Haul, ne? Oh. Polished am Boden. Schaben kaputt gemacht. Ja, also das Problem sein, ist noch kein Respawn gewesen wahrscheinlich. Ist ja auch logisch, wer läuft. Okay, vielleicht doch. Wer läuft denn schon hier durch und füllt die Sachen wieder heimlich auf? Keiner einer. Habe ich die da vorne vergessen gehabt oder was? Oder habe ich echt einfach nur hier nicht... Aha, es funktioniert noch. Es funktioniert noch. Trick 17. Ey, ich will euch scrappen. Stinke ich eigentlich mit dem Fleisch? Nö, ich stinke gar nicht. Mann, gib mir was. Da, gib mir was Gutes. Dann erweitere ich diesen Wunsch mal. Ey, ist noch nicht wahr. Ey, K-Stock. Da hat es funktioniert. Okay, wie hat es bei dem einen denn nicht funktioniert? Untouched. Nö. Okay, hier ist echt jemand durchgelaufen und hat auf wundersame Art und Weise wieder alles voll gemacht. Schaut euch das an. Oh, ist das schön. Aber den ganzen Rotz, den scrappe ich jetzt. Oh. Ich weiß nicht, ob ich den scrappe. Ich habe nämlich gerade keine Ahnung, ob ich den nicht noch brauchen kann. Aber du wirst gescrappt, mein Herr. No. Ja, dann würde ich sagen, Ledge-Trophy, danke. So, gucken wir nochmal rein. Ey, Ranch. Super. Können wir voll gebrauchen. Bringt uns echt weiter. Was ist denn jetzt mit der einen Kiste? Die war doch gerade... Es hat einfach nur gedauert. Also, das funktioniert immer noch. Ihr müsst die Kisten nicht leeren, wenn ihr wiederkommt und dann entleert. Dann funktioniert's. Achtung. Da, seht ihr? Oh. Ist das Cheaten? Nee, ist es nicht. Ausnutzen der Spielmechanik, würde ich das nennen. Also, ich meine, das ist denen ja auch bekannt, ne? Und ich glaube, jeder, der es weiß in 7 Days, der praktiziert das auch so. Ja, schade, da haben wir nichts zu holen gehabt hier. Dann gehen wir nochmal hier in den Working Stiflers Tools. Oh, die Sache ist kaputt. Da ist nichts. Da nehmen wir die Kiste hier. Da, aber jetzt kommt her. Mann. Wie ich es hasse, wenn da nichts drin ist. Gib mir! Oh, so eine fertige Orga wäre geil. Bitte eine Orga, eine fertige. Ja, Chainsaw Parts. Okay. So eine 8 Millionen Amboffe. Ist das richtig? Noch einer. Und? Gib mir! Boah, alter Vater, ey. Was ist denn hier? Was habe ich denn alles hier gelassen? Meine Fresse. Ich scrap mir jetzt einen Arschwund. Ja, komm. Wie lange braucht das Spiel, um hier irgendwas klein zu haxeln? Heieiei. Was hast du jetzt für mich? So, dich scrap ich. Dann muss ich dich leider auch scrappen. Du bist eigentlich zu wertvoll zum Scrappen, aber und die Batterie. Ja, auch für ein Licht können wir die mal mitnehmen. Ey, was ist denn hier? Amboss-Time oder was? Oh mein Gott. Aber die sind schlechter. Die scrappe ich jetzt und die Schaufel wird auch mal voll weggescrappt. Da war sogar noch ein kleiner Orga-Parts auch noch. Ey, Alter, was ist das denn? Habe ich das alles hier gelassen? Das kann doch gar nicht sein. Wie geistig umnachtet war ich denn hier? Den Motor nehmen wir noch mit. Das ist gut. Motor ist immer schön. Jetzt können wir sogar nochmal reingucken. Ey, es ist wie, als würdest du ein Überraschungsei zweimal aufmachen. Kalippos. Wir müssen uns so langsam von irgendwas... Ja, komm hier, Schaufel noch. Ja, einfach piepsch noch mal. Ui, die ist aber gut. Zumindest besser als die. Zum Reingucken geht das so. Ui. Oh, Herr, so, jetzt aber. Hallo? Ja, ja, aber ich. Ach, guck mal. Ah, da waren wir noch nicht stark genug. Steel mit Steel. So. Oh, der ist aber schick. Der kann, glaube ich, sogar was. Hunting Rifle Parts sind die. Ach, ich meine, ich habe einen Sniper, ne? Also. Oh, Mensch, das dauert immer. Und dauert das denn immer so lange hier?
Das Fett lasse ich da, dann nehme ich dich jetzt mal mit. Okay, gute Waffenteile sind das noch nicht. Also das ist nicht das, was ich mir jetzt erhofft hatte. So, ihr Mega-Abräumer. Aber es ist besser als nichts. Vor allem haben wir schön Material wieder zusammen. Ausgang. Da, danke. Das ist doch gut. Und dann, oh, dann ist wahrscheinlich auch die Polizeistation. Station. Ref spawnt. Und ich kann natürlich jetzt auch mal gleich was in mein Bike schmeißen. Also ein Zeug, was ich nicht brauche. Hallo. 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 So. Hier schnell to the station. Station in the nation. Ups. Ich hab's kaputt gemacht. Was willst du? Na, so ein Digger. Schau her! Boah, die fressen so viel Blei, die Typen. Das ist unvorstellbar. Dabei, komm, was denn sein? Ja, was machst du denn da? Ja, ohne Kopf machst du nicht mehr viel, du Arsch. Ah, ich kann auch noch mein Stinkfleisch wegschmeißen, ne? Jetzt kommt der Dicke erstmal. Nö. Nö. Ja, komm her. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Er ist durch mein Bike durchgelaufen. Ja, Glück für dich. Glück für dich. Und. Oh, hier ist so viel. Und? Respawn? Ja, es ist. Oh, 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 oh! Nee, Reed, nicht Scrap. Bist du des Wahnsinns? So, geil. Ja, das heißt. Hihi. Da können wir uns hier drin auch nochmal austoben. Also, hier war doch, wenn ich mich nicht irre, noch ein kleiner Dreh. Jawohl. So, gib mir mal guten Stuff hier. Los, guten Stuff. Kannte ich schon oder kannte ich die noch nicht? Nee, ich glaube, die kannte ich schon. Oh, ey. Okay, das ist halt ein bisschen nervig. Aber es geht. Es geht schon. Nein, verdammt. Ja, egal. Shit happens. Was kredenzt du mir jetzt? Nix. Oh, untouched. Da nehmen wir auch mit. Ja, gut, dann. Hm. Was kannst du noch? Wie gesagt, beim Scrap ist es so, es bringt euch mehr, wenn ihr die Sachen heile lasst und beim Scrap, genau, beim Breath ist es so, Entschuldigung. Wenn ihr die Klamotten nicht scrappt, sondern wenn ihr das heile lasst, das Zeug und dann, wow. So, Wunderbox. Ja, hat er den? Ach, so warm. Ach, was kann ich denn dafür da lassen? Die blöde Schaufel. Ja, ich brauche die Munition eigentlich eh nicht. Aber egal, wir nehmen sie einfach mal mit. Und jetzt können wir so schnell hier durch. Können wir mal in den Koffer reingucken. Da ist auch nur Schrott drin. Habe ich das Regal gehabt? Nee, eigentlich ja. Siehste. Siehste. So, dann haben wir einen dicken. Oh. Ja, okay, dann will ich ein bisschen Scrap zusammen. Und bitte! Danke. Danke für nix, Arschkrampe. BDU-Top? Was ist denn ein BDU-Top? Stoff brauche ich nicht, deswegen schmeiße ich den ganzen Krempel einfach raus. Nö. Hm. Tja, kann ich leider nicht essen. Vielleicht ist da noch was Besseres jetzt drin. Noch einer, geil. Aha. Auch er hat sich wieder gefüllt. Oh, geil. So, in diese Kisten kann man auch mal reingucken. Da könnten auch Kabel drin sein. Kleber? Nee. Ich habe genug Knochen dabei. Das gibt mir mehr Kleber. Und danach halt das fertige Duct Tape. Scheiße. Ja, ich lasse es jetzt hier. Ich lasse es hier. So, 20 vor 9. Alles ist noch gut. Ich habe noch keine Angst. Ich laufe mal voll den falschen Weg.
So, was gab's denn hier noch in dieser Stadt? Oh, schön Steam aufgeschmissen hier. Was gab's denn hier noch in dieser tollen Stadt? Na, auf dem Working Stiff Tools hatte ich was gebaut, aber ist hier nicht noch Friedhof? Irgendwas Großes, Tolles? Was hatte ich denn da gebaut? Ich weiß es nicht mehr. Komm, wir gucken da einmal hier kurz durch, ob wir irgendwas entdecken oder. Geile Geräusche macht er hier. Super. Super geil. Sorry, ich habe irgendwie wieder Frösche am Start hier. Ich brauche dringend diesen neuen Schreibtischstuhl, ey. Aber ich habe. Ja, das ist immer. Oh. Das kostet halt Geld. Und der ist echt teuer, den ich haben will. Aber der ist schön. Der ist so schön. Noble Chairs. Zieht euch den mal rein in Echtleder. Boah, geiles Teil. Richtig geiles Teil. Ich glaube, hier war ich. Ja, das sieht gut aus. Und da ist tatsächlich immer noch eine Kiste. Ich habe mich gefunden. Oder mein Dings hier. Oh, viel Schrott drin. Können wir was mitnehmen? Ja, so ein bisschen was ging. Knochen. Duct Tape. Also gar nicht mal so schlechtes Zeug. Also das nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Das kommt irgendwann mit. Eine ganze. Und das Öl natürlich. Blood Rocket, ja, kann man auch machen. Und der ganze Rest, der wird irgendwann mal verhäckselt. Aber ich habe ja viele Teile. Chainsaw, Auger. Ich hoffe, dass ich da auch. Jetzt brauche ich eigentlich nur ein Auger Blade. Wenn ich es nicht schon habe. Oh, dann hätte ich eine Auger. Die wäre zwar nicht gut, aber dafür wäre sie eine Auger. Gucken wir mal. Wo habe ich denn jetzt geparkt? Da. Obwohl, ich kann ja mitnehmen. Warte mal, ich schmeiß mal hier eben. Ja. Ja, ja. So sieht das aus. Schmeiß mal eben so ein bisschen Krams hier rein. Ach, verdammte Axt. Ich hasse es, wenn's das passiert. Genau. So, trink, mein Schatz, trink. Schmeiß mal eben so das ganze Zeug da rein. Und, so. Ja. Gut, dann nehme ich da doch mal das wichtige Zeug mit und den Rest, ja. Gibt vielleicht 50 Scrap. Kann ich mir rein theoretisch auch in die Haare schmieren und, na, boah, das dauert, bis man hier wieder trinken kann. Also, das nehme ich alles mit und den ganzen Leitern brauche ich auch nicht. Nee, komm, ich lasse das halt andenken an mich selber hier. Ein Beaker noch. Nee, komm. Ich verarsche die Zombies jetzt. Nee, da ist einer um der. Oh, Korps, gib mir was. Ey! Sehr cool. So, was kannst du noch? Nix. Close Booth. Ja, und noch mehr Scrap. Wer hätte das gedacht? Ja, es sollte ich hier auch nicht mehr allzu viel rumgammeln, weil die Nacht kommt. Ja, und es ist heiß. Und es ist so heiß. Und ich würde sagen, ich düse jetzt einfach mal wieder Richtung nach Hause. Und dann sehen wir uns ja entweder zur Nachtfolge in der Base. Obwohl, das wird, glaube ich, oh, fast den Hasen mitgenommen, habt ihr das gesehen. Das wird, glaube ich, nicht sehr spannend. Oder am nächsten Morgen. Das werde ich spontan entscheiden. Ich sage auf jeden Fall mal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und wie gesagt, vom Fleischhammer to Lone Wolves ab Folge 77. Ich mache zweieinhalb Folgen mich dabei. Dann werde ich brutal getötet. Ah, schön. Gut, macht's gut. Bis dann. Tschüss.